Hat sie Räder? Nope. Okay, nee. Du übertreibst. Das ist eine ganz normale Puppe. Und warum hat sie dann so eine verdammte Ähnlichkeit mit der verfluchten Puppe aus den Annabelle-Filmen? Warum würdest du so eine Puppe besorgen? Es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe sie nicht besorgt. Ich habe sie irgendwie gefunden. Es gibt absolut nichts zu befürchten, nicht wahr? Fuck you, bitch! Jay? Ja? Was macht sie da? Wir müssen auf jeden Fall was machen. Vielleicht ist er der beste Weg, eine verfluchte Puppe auszuschalten, einen verfluchten Puppenmörder zu besorgen. Nein. Nein, Chucky. Nein, nicht umbringen. Ich will noch leben. Nein. Aria, ich dreh durch. Ich hab gerade von Chucky geträumt. Du musst mir sagen, was wir machen müssen. Okay, hier ist der Plan. Zuerst verriegeln wir sämtliche Türen, Fenster und Hausöffnungen. Dieser Ho darf nicht entkommen. Währenddessen versuche ich Chucky bei einem Drink im Pool davon zu überzeugen, dass, wenn er Annabelle aus dem Weg räumt, er deinen Körper besetzen darf. Warte, warum mein Körper? Naja, wäre ja strange, wenn ich ihm sagen würde, er könnte meinen Körper haben. Wait, what? Naja, warum sollte ich ihm meinen Körper geben? Warte, warum solltest du ihm meinen Körper geben? Weil das so ein ganz guter Körper ist, hm? Thanks, Bro. Deshalb halt. Warte, und deshalb kriegt er jetzt meinen Körper? Das sagen wir ihm halt nur. Aber Annabelle macht ihn dann doch fertig. Schon vergessen? She better. Dazu versuchst du Annabelle mit einer höchst ausgeklügelten Methode in das Wohnzimmer zu locken. Wirklich? Nüsse? Wasabi-Nüsse. Puppen stehen auf den Shit. Und das weißt du woher nochmal so genau? Just trust me, die mögen das. Also, wir haben es hier mit übernatürlichen und unberechenbaren Wesen zu tun. Wir müssen gut gewappnet sein. Ha! Unsere Freiheit hat seinen Preis. You ready for war? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Wir können auch einfach das Haus verlassen und nie wieder zurückkommen. Also Jay, wir ziehen das jetzt durch, Mann. Ey, yo, was geht ab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Aria. Und zusammen sind wir Legendary Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Da wir dank Aria ein ziemlich hässliches Problem an der Backe haben, sind wir nun gezwungen, uns absichtlich ein noch viel hässlicheres Problem zuzulegen, um so Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Und dafür schauen wir uns jetzt die Background-Story von Chucky, die Mörderpuppe, etwas genauer an. Falls die Geschichte von Chucky aus irgendwelchen popkulturell fast unmöglichen Gründen an euch vorbeigegangen sein sollte, hier nochmal die Geschichte zusammengefasst. Ganz grob gesehen geht es um eine Puppe, die von einem Serienmörder besessen ist, der dann so weiterhin sein Unwesen treiben kann. Als der Mörder Charles Lee Ray auf der Flucht ist, wird er tödlich von einem Polizisten angeschossen. Er kann jedoch in einen Spielzeugladen flüchten, wo er durch ein magisches Voodoo-Ritual seinen Geist in eine Kinderpuppe überträgt, bevor sein Körper verstirbt. Damit wird die Mörderpuppe Chucky geboren. Diese Puppe bekommt nun der junge Andy von seiner Mom geschenkt. Als erstes bringt Chucky daraufhin die Babysitterin um, bevor er auch die Mutter und einen Polizisten angreift, die sich verzweifelt wehren. Die Story rast dann weiterhin auf ihren Höhepunkt zu, bei dem Chucky versucht, sich Andys Körper anzunehmen. In einem Showdown rettet die Mutter ihren Sohn und mit Hilfe der Polizei zerfetzen sie schließlich Chucky in seine Einzelteile. Das ist die grobe Handlung des Originalfilms aus 1988, doch so eine Mörderpuppe will nicht eben mal einfach so zerfetzt werden. Deshalb folgten nach dem ersten Chucky-Film noch ganze 6 weitere, und zwar Chucky 2, die Mörderpuppe ist wieder da, Chucky 3, Chucky und seine Braut, Chuckys Baby, Curse of Chucky und Cult of Chucky. Deshalb werden die Filme auch ähnlich wie bei Annabelle The Conjuring Universe bei Chucky The Child's Play Universe genannt. Nun besucht uns Chucky ein weiteres Mal auf der großen Leinwand unter dem Originaltitel Child's Play, wie wir ihn vom ersten Teil kennen. Chucky, das Reboot, ist diesmal hochdigital und terrorisiert die Welt erstmal als App und dann als CGI-Puppe. Was zur Hölle hat diese Puppe an sich, dass wir sie heute immer noch anschauen und uns immer noch gruseln? Die Ursprungsgeschichte von Chucky. Wie die meisten anderen guten paranormalen Mythen, die dann in Film-Legacies verwandelt werden, basiert auch Chucky auf einer echten Story der Puppe Robert. Er gilt neben den Elm Street und den Halloween-Reihen als einer der beliebtesten Horrorreihen. Also lehnt euch zurück,
und genießt den Horror der echten Geschichte, mit der alles begann. Im Jahre 1903 bekam Robert Eugene Otto eine Puppe geschenkt. Er lebte damals mit seiner Familie in einer Villa in Key West. Schon bald wurde die Puppe Roberts bester Freund. Er nahm ihn mit an den Esstisch, ließ ihn an seinem Fußende schlafen, sprach sehr oft mit ihm und behandelte ihn wie seinen engsten Vertrauten. Die beiden wurden so unzertrennlich, dass Robert Eugene Otto der Puppe seinen ersten Namen gab. Sich selbst nannte er dann nur noch Eugene. Doch schon bald fing die Puppe an, seltsame Dinge zu tun. Gäste des Hauses berichteten, sie hätten die Puppe zwinkern und von Raum zu Raum huschen sehen. Und auch die Eltern, die erst glaubten, Eugene würde nur mit einem imaginären Freund sprechen, fingen an, seltsame Dinge zu bemerken. Denn schon bald hörten sie Eugene mit jemandem sprechen, der eine viel tiefere Stimme hatte und die von ihm gar nicht selber stammen konnte. Kurz darauf wurden die Vorfälle heftiger. Nachts wurden die Eltern von lautem Lärm geweckt und als sie in das Zimmer von Eugene traten, fanden sie die Puppe am anderen Ende des Zimmers vor und Eugene völlig aufgelöst im Bett sitzend. Möbel waren umgeworfen, Gegenstände waren zerbrochen und wenn immer die Eltern Eugene fragten, was los sei, antwortete er: Robert did it. Und auch wenn das Storytelling von Chuckys Kreation durch ein Voodoo-Ritual oft als faules Storytelling betitelt wurde, basiert sie schlicht und einfach auf einer echten Geschichte. Denn die Familie Otto hatte eine Plantage und hielt dort viele Arbeiter. Die Mutter Eugenes, Miss Otto, soll ihre Angestellten grausam behandelt und oft ohne Grund Gewalt angewandt haben. Eines Tages erwischte Miss Otto ihre Arbeiter, wie sie schwarze Magie-Rituale praktizierten, und feuerte sie daraufhin. Eine dieser entlassenen Personen schenkte Eugene dann zum Abschied die Puppe, die sie durch ein schwarzes Magieritual verflucht haben soll. Das war ihre Rache an Miss Otto. Nachdem sich die Vorfälle häuften, entschlossen Eugenes Eltern, die Puppe auf dem Dachboden wegzusperren. Es schien, als hätten sie dadurch ein paar Jahre Ruhe vor der Puppe gewonnen, obwohl Gäste berichteten, dass man oft nachts dunkles Gelächter und Schritte vom Dachboden hören konnte. Als die Eltern irgendwann verstarben, übernahm Eugene das Anwesen in Key West und wurde dort zu einem erfolgreichen Maler und Schriftsteller. Doch bald schon holte er Robert die Puppe wieder vom Dachboden und ihre Freundschaft nahm neue Maße an. Seine Frau Anne konnte Robert überhaupt nicht ausstehen. Doch Eugene bestand darauf, dass die Puppe über Nacht im Schlafzimmer blieb und ihm sogar beim Malen zuschauen musste. Doch kaum war die Puppe Robert wieder in ihrem Leben, erlitt Anne gewalttätige Übergriffe von Eugene, an die er sich im Nachhinein nicht einmal mehr erinnern konnte. Und immer wieder behauptete er, Robert did it. 1974 verstarb dann Eugene und damit endete auch seine Zeit mit der Puppe. Eine neue Familie zog in das Anwesen ein. Die junge Tochter der Familie namens Myrtle fand die Puppe auf dem Dachboden und nahm sie zu sich. Und auch ihr widerfuhren ähnliche Taten der Puppe. Ihre Eltern wurden von umfallenden Möbeln geweckt und Myrtle schien nachts von der am Bettende sitzenden Puppe bedroht zu werden. Myrtle und ihre Eltern, die fest davon überzeugt waren, dass Robert verflucht sei, beschlossen die Puppe an ein Privatmuseum in Key West zu geben. Und tatsächlich ist die Puppe Robert bis heute im Key West Museum Fort East Mortello permanent ausgestellt und wird regelmäßig von Gästen besucht. Und das ist kein Witz, also du könntest, wenn du willst, in ein Flugzeug steigen, nach Amerika gehen und diese Puppe besuchen, weil sie dort ausgestellt ist. Und obwohl die Puppe stets in einem Glaskasten eingesperrt ist, treibt Robert angeblich bis heute dort sein Unwesen. Es heißt nämlich, nachts könne er die Vitrine verlassen und spukt durchs Museum. Es wird auch erzählt, dass einige Museumsbesucher Robert nicht respektiert hätten, indem sie beispielsweise, ohne ihn zu fragen, ihn fotografieren hätten und das soll Robert überhaupt nicht mögen. Es soll danach zu Autounfällen und anderen Unfällen gekommen sein, sodass die ganze Wand im Museum mit Briefen bestückt ist von Leuten, die sich bei ihm entschuldigen. Der YouTuber Jay Station hat ihn auch besucht und dessen Kameramann hat sich auch kurzerhand dafür entschuldigt, dass er ihn ohne Erlaubnis gefilmt hätte. Wie viel Wahres jetzt an diesem einzelnen Beispiel ist, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich wird das halt erzählt. Wie ihr seht, der Spuk der Puppe geht immer noch weiter. Ziemlich krank. Wasabi-Nüsse. Alter, wo kam das denn her? Na, von den Wasabi-Nüssen, woher sonst? Der hat ihn fertig gemacht. What the actual fuck? For real?
war irgendwie widerlich aus, aber nehmt euch ein Zimmer. Viel Glück! Das war's zum Glück heute von uns mit den Mörderpuppen und auch die ultimative Frage Annabelle vs. Chucky hat sich endlich erledigt. Ja, hat sich das erledigt? Ich meine, so wie es aussieht, nehmen die sich gleich ein Zimmer und ich weiß nicht. Ich sage bang, 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 bang. Ich sage bang, 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 bang. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr nicht solche weiteren Videos verpassen wollt. Bang-Videos? Genau, und ansonsten würde ich jetzt sagen, haut die Reason, Peace.